Hinter den Königsblauen liegen zwei Wochen, die von Länderspielen geprägt wurden. Insgesamt 9 Spieler waren international unterwegs. Amin Harit und Ibril Embolo qualifizierten sich für die WM. Weston McKennie gab sein Debüt für die USA, aber damit muss jetzt Schluss sein. Es ist keine Zeit, zurückzublicken auf irgendwelche Nationalmannschaftserfolge. Das gilt nicht nur für ihn, sondern für einige Spieler bei uns, um eben fokussiert zu sein, weil uns das Hamburg-Spiel alles abverlangen wird. Und wir können es uns nicht erlauben, in irgendeiner Art und Weise dann Energie und Fokus zu verlieren. Aber das Gefühl habe ich nicht. Der Fokus ist also komplett auf Hamburg gerichtet. Im letzten Jahr war das Spiel begleitet von der fantastischen 97er-Choreografie. Wehmutstropfen, Nabil Bentaleb wird Sonntag ausfallen. Sein möglicher Ersatz, Weston McKennie. Der ist nach seinem Auftritt bei den USA heiß. Ja klar, ist eine große Chance für mich, und zu mehr zeigen und ja, mehr machen für die Vereine und alles, aber was richtig ist, was die Mannschaft kann machen, so gewinnen oder nicht oder alles geben oder kämpfen. Der HSV ist eine unangenehme Aufgabe für Königsblau. Der Tabellen-15. Hat sich in der vergangenen Saison hier ein 1:1 erkämpft. Aber mit der konzentrierten Leichtigkeit von Ibril Embolo sollte es doch klappen. Eine Mannschaft, die letztes Spiel gewonnen haben und die hier wahrscheinlich auch hier was holen wollen, aber wir dürfen die nichts schenken.